Dann, ja, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt hier so zeigen darf, aber ich habe eine. Ist wieder zurück zu einem neuen Video. Und heute ein super, super, super gefragtes Video. Und zwar geht es um dieses schöne Schmuckstück hier. Ich weiß, das Videoformat ist schon sehr veraltet, aber ihr da draußen habt es euch gewünscht. Und zwar das What's on my phone tag Video. Das werde ich heute für euch abdrehen. Ich werde euch so zeigen, was hier alles auf meinem Handy schlummert und sich verbirgt. Ihr habt es euch auf jeden Fall gewünscht und ich dachte mir, hey komm, setze ich mich vor die Kamera und drehe es einmal für euch ab. Ich hoffe, dass euch das Video gefällt. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Würde ich mich super darüber freuen. Ihr könnt auch wie immer gerne Videoideen in die Kommentare schreiben bzw. Videowünsche. Ihr seid da ja immer sehr, sehr, sehr kreativ. Und dann würde ich sagen, reden wir gar nicht lange drum rum, sondern widmen uns diesem Schmuckstück. Erstmal zu meinem Handy an sich. Ich habe ein iPhone 8 Plus. Welche Gigabyte-Anzahl weiß ich, glaube ich, gar nicht mehr. Aber es ist auf jeden Fall nicht das Größte. Ich glaube 64. Ja, kann sein. Es ist auf jeden Fall nicht ausreichend. Mein Speicherplatz ist immer voll. Das Handy habe ich seit ungefähr einem Jahr. Ich bin super, super zufrieden. Habe hier hinten eine Instagram-Hülle drum. Die habe ich mal auf einem Event von Instagram geschenkt bekommen. Finde ich super cool. Die Farben sind voll mein Ding. Und das Coole ist, sie ist magnetisch oder... weiß ich magnetisch nicht, aber die hält an Fensterscheiben oder an Spiegelglas, immer sowas, wenn ich es irgendwo dran bapsche, so dann hält es eigentlich nur an, also an der Hand jetzt nicht. Das Handy an sich habe ich in Rose Gold ausgewählt, das fand ich super, super schön. Ich würde es auch sehr gerne so benutzen, aber es ist mir zu unsicher, dass das Glas hinten springt, deswegen habe ich immer eine Hülle drum. Und dann würde ich sagen, springen wir jetzt mal in die Nahansicht, damit ihr seht, was hier vorne auf dem Bildschirm alles so passiert. So, und das ist jetzt die Nahansicht. Erst einmal, bevor wir starten, zu der Folie, die ich hier vorne drauf habe. Ich habe immer eine Panzerglasfolie auf meinem Handy drauf. Ich finde immer, doppelter Schutz ist immer ganz, ganz wichtig, vor allem bei mir. Ich bin ein großer Tollpatsch und mein Handy fällt sehr oft runter. Und das ist dann auch schon mein Sperrbildschirm. Das ist einer, beziehungsweise das Lieblingsfoto von mir und meinem Freund. Ich finde es unfassbar schön. Ja. Das ist dann auch schon das entsperrte Handy. Ich wische einmal kurz nach hier rüber. Hier seht ihr dann auch meinen anderen Hintergrund. Das ist das allerschönste Foto von meinem Freund. Und zwar, vielleicht kennen einige von euch das Video noch, wo er mir 500 Rosen geschenkt hat. Das Hintergrundbild hat sich auch noch nie geändert. Also es ist schon seit Tag 1 da drauf. So, ich würde sagen, wir starten auf der ersten Seite. Und zwar ganz, ganz oben links einmal mit Nachrichten. Das ist so dieser übliche iPhone-Kram, der immer auf dem Handy drauf ist, den man aber dann schon tatsächlicherweise braucht. Als zweites habe ich dann immer meinen Kalender. Der ist sehr, sehr wichtig. Da habe ich alle meine Termine eingetragen. Wenn der nicht wäre, wird auf jeden Fall mein Tag nicht so geplant ablaufen, wie er momentan abläuft. Als drittes habe ich dann Fotos. Da gehe ich jetzt aber nicht rein, weil ich nicht weiß, was da alles so zu sehen ist. Dann natürlich die Kamera. Ich benutze hier an dieser Stelle Google Maps und nicht das Navigationssystem von Apple selber. Das finde ich absolut scheußlich. Da komme ich gar nicht mit zurecht. Deswegen habe ich hier Google Maps an dieser Stelle. An nächster Stelle habe ich dann hier Notizen. Das ist auch wirklich super, super wichtig für mich, da ich ein sehr vergesslicher Mensch bin. Manchmal vergesse ich auch, in die Notizen reinzuschauen. Das ist dann natürlich nicht ganz so praktisch, aber trotzdem hilfreich. Dann super, 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 super wichtig, Spotify. Und zwar höre ich da immer meine Musik. Okay, ich habe jetzt gerade den Flugmodus an, dann funktioniert das nicht so gut. Ich höre immer meine Musik, egal ob jetzt zu Hause, beim Kochen, beim Aufräumen oder beim Autofahren. Ich habe hier meine eigenen Playlists erstellt. Hier auch könnt ihr euch sehr gerne einmal den Song von meinem Freund anhören. Er hat ein eigenes Lied rausgebracht. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Das könnt ihr auch auf Spotify streamen. Family First heißt das. Und genau, Spotify auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Deswegen auch auf der ersten Seite. Dann, ja, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt hier so zeigen darf, aber ich habe eine Blitzer-App auf meinem Handy. Blitzer.de Pro heißt es. Also ich bin wirklich eine Autofahrerin. Ich fahre nicht viel zu schnell, aber ab und zu dann schon mal, muss ich zugeben. Und ja, die habe ich einfach immer im Hintergrund laufen, falls dann doch irgendwie mal was passiert. Da bin ich immer auf der sicheren Seite. Dann kommen wir hier zum allerwichtigsten überhaupt, und zwar Instagram. Da könnt ihr mir auch nochmal ein kleiner Einschnitt zwischendurch sehr gerne folgen. Da heiße ich Die Echte Mone. Jetzt nicht wundern, keine Internetverbindung. Ich habe Flugmodus angeschaltet. Ja, da bin ich wirklich super, super aktiv. Lade momentan jeden Tag ein Foto hoch. Schon seit, ich glaube, fast 3 Wochen. In den Stories bin ich auch sehr aktiv. Ihr könnt da sehr gerne mal vorbeischauen, aber ich glaube, das ist die häufigste genutzte App auf meinem Handy. Genauso wie die YouTube-App natürlich. Da bin ich dann immer
okay, es funktioniert jetzt hier gerade nichts, immer auf dem neuesten Stand und gucke mir natürlich auch andere YouTuber an. Ich bin da auch schon jemand, der auch YouTube schaut, auch wenn ich selber YouTube mache. Daneben ist dann die YouTube Studio App, da werde ich jetzt nicht draufklicken. Das ist eine App, die ihr nur braucht, wenn ihr auch selber YouTube macht. Da wird euch quasi alles angezeigt, was man so wissen muss. Oder zum Beispiel auch einfach ein Schnellzugriff auf die Kommentare. Da bin ich dann wirklich immer auf dem neuesten Stand, wenn ich gerade ein Video hochgeladen habe und kann eure Kommentare direkt durchlesen und auch beantworten und auch ein paar Herzchen geben. Also die App ist wirklich super. Aber wie gesagt, nur für Leute, die auch selber YouTube machen, sonst bringt es leider nichts. Daneben ist dann die Musical.ly App. Ja, ich und mein Freund, wir haben auch Musical.ly, waren eine Zeit lang sehr, sehr, sehr aktiv, aber momentan leider nicht mehr, da uns die Zeit fehlt. Aber da könnt ihr auch sehr gerne mal vorbeischauen. Da heißen wir ColbyXMone1507. Momentan eine nicht so häufig genutzte App von mir, aber trotzdem gerne auf dem Handy. Dann kommen wir zur letzten Reihe. Hier unten, da befindet sich einmal Pinterest. Ja, immer dieser Flugmodus. Da bin ich wirklich super, super gerne unterwegs. Einfach, um Inspiration zu holen. Egal, ob es Bilder sind oder Rezepte. Also da bin ich auch viel drauf unterwegs. Ja, dann kommen wir zur lieb gemeinten Snapchat-App. Bin ich Ewigkeiten nicht mehr drauf gewesen. Ich nutze Snapchat einfach nicht mehr. Bring's aber auch irgendwie nicht übers Herz, die zu löschen. Ich weiß nicht, die ist da schon seit Ewigkeiten auf meinem Homebildschirm. Finde, es stört jetzt auch nicht unbedingt, wenn es da ist. Aber benutzen tue ich es nicht wirklich. Danach kommen wir zu einer App, die ich euch sehr empfehlen kann. Und zwar heißt die Money Control. Das ist wirklich super cool, wenn ihr einfach einen kompletten Überblick über eure Finanzen haben wollt. Also ich trage hier quasi immer das monatliche Budget, sage ich jetzt mal ein, was man so hat. Und dann quasi immer die Ausgaben, die man täglich macht. Ich weiß, es hört sich bescheuert an, aber es ist wirklich super, super hilfreich, um einfach nicht den Überblick über das ganze Geld zu verlieren. Wirklich eine sehr, sehr hilfreiche App und finde ich total simpel aufgebaut. Daneben ganz entspannt die Einstellungen. Hier unten Telefon, Safari, E-Mails und WhatsApp. Ganz, ganz, ganz wichtig. So, mehr gibt es auf der ersten Seite auch gar nicht. Und dann kommen wir auch schon zur zweiten Seite. Und hier ist wirklich viel los. Ich bin aber, wie ihr auch seht, ein großer, großer Fan davon, alles zu sortieren und in Ordnern zu haben. Ich habe hier einmal den Ordner Lifestyle, Editing, Game. Genau, das war's dann auch schon. Wir können hier erstmal die Apps durchgehen, die nicht in Ordnern sind. Das sind meistens die Apps, die ich noch nicht so lange drauf habe, außer das hier oben. Ich habe jetzt gerade den Flugmodus einmal ausgemacht, um euch zu zeigen, was das hier oben rechts ist. Und zwar ist es keine App, sondern eine Internetseite und die heißt Social Blade und die habe ich mir einfach nur als Verknüpfung auf meinen Home-Bildschirm gezogen. Und zwar ist das eine Seite, wo man sehen kann, wie viele Abonnenten man gerade hat und wie der Wachstum so ist. Und wir sind jetzt gerade hier schon bei 179.745 Abonnenten. Und wenn jetzt einer dazukommen würde, würde ich das quasi direkt sehen. Und da gucke ich immer ab und zu mal rein und schaue, ob die München-Army, sage ich mal, wieder ein Stück gewachsen ist. Als nächstes haben wir hier einmal Kitchen Stories. Das ist eine super coole App. Da hole ich mir einfach immer ein paar Inspirationen für neue Gerichte. Ich koche und backe sehr, sehr gerne und das ist auch wirklich eine sehr tolle App. Ich kann es euch einmal ganz kurz zeigen für die Leute, die gerne kochen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel einfach hier auf, ich weiß nicht, was das ist, das drauf geht, könnt ihr euch durchlesen, was ihr alles dafür braucht und geht dann auf jetzt kochen und dann wird euch Schritt für Schritt gezeigt, was ihr alles machen müsst. Das ist eine sehr hilfreiche App, wirklich, wenn man mal nicht wieder weiß, was man kochen soll. Dann als nächstes TV Movie. Wir haben ja seit neuestem, wenn ihr das vielleicht auf unserem Vlog-Kanal gesehen habt, einen Fernseher im Wohnzimmer stehen. Das hatten wir vorher nicht. Wir haben vorher immer nur Netflix geguckt und hatten keinen Fernseher bzw. Satellitenanschluss, sagt man glaube ich dazu. Und jetzt können wir wieder richtiges Fernseher gucken und da habe ich mir dann direkt die TV Movie App runtergeladen, um immer zu gucken, was man so um 20.15 Uhr schauen kann. Ja, ist mit sehr viel Werbung voll gespammt hier. So, die nächste App ist die My Love App. Das ist eine sehr coole App. Ja, eine kleine Spielerei, würde ich mal sagen. Da könnt ihr einfach, auch die ist mit Werbung voll, draufklicken und dann, das ist das allererste Foto, was es von mir und Colby gibt. Das habe ich dann quasi als Hintergrund. Und da sieht man dann, dass wir seit 3 Jahren, 5 Monaten und 13 Tagen zusammen sind. Das entspricht 41 Monaten, 180 Wochen oder 1262 Tagen. Ja, es ist nichts Besonderes, einfach nur eine kleine Spielerei, um da einfach mal ab und zu reinzugucken. Und dann kommen wir auch schon in die
Ordner und zwar einmal Lifestyle. Hier haben wir dann einmal Amazon, da bin ich sehr, 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 sehr viel unterwegs, ja. Muss ich leider zugeben, ich bin momentan wieder sehr im Kaufrausch. Daneben die IKEA Store App, da bin ich einfach immer unterwegs. Wenn ich zum Beispiel weiß, okay, ich fahre bald wieder zu IKEA, ich habe jetzt hier anscheinend ein Regal mir rausgesucht und dann kann ich da auch direkt sehen, aha, okay, es ist in der Selbstbedienung bei Regal 25 im Fach 0. Heißt, ich muss dann nicht immer die Mitarbeiter fragen, sondern habe immer direkt alles auf einen Blick und kann mir dann da auch was auf meine Wunschliste packen. Danach Lieferando, sehr, sehr wichtig. Wir bestellen zwar nicht mehr so häufig wie damals, aber schon ab und zu mal und dann ist die App wirklich super. Dann die Sparkassen-App. Ich bin bei der Kreissparkasse und da habe ich dann quasi so ein kleines Online-Banking und kann meine ganzen Finanzen und alles sehen. Die Deutsche Bahn, die brauche ich jetzt momentan nicht mehr, aber habe ich sehr häufig genutzt, als ich zur Berufsschule gefahren bin. Da bin ich nämlich nicht mit meinem Auto gefahren, sondern mit der Bahn, weil die Berufsschule direkt in der Innenstadt gewesen ist und es damit einfach besser ist. Die Mein Vodafone-App, ich bin bei Vodafone und da habe ich dann auch immer einen Überblick, wie viel Gigabyte ich schon verbraucht habe und wie viel Datenvolumen ich für den Monat noch habe, auch sehr wichtig. Die nächste App ist Kaufda. Das ist quasi eine App, wo ihr immer alle Prospekte sehen könnt von, ja, ich sag mal, Läden, die euch interessieren. Ich habe dann meistens auch immer hier ganz, ganz oben Aldi Süd, einfach um zu schauen, was für Angebote es dann in der nächsten Woche gibt. Das ist auch sehr, 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 sehr cool. Dann die H&M-App. Ja, da bin ich auch sehr viel unterwegs und immer am Shoppen. Die ganz normale Erinnerungen-App von Apple selber. Dann die Subcard. Ja, wir fahren auch ab und zu Subway. Und wenn wir uns dann da was bestellen, scanne ich quasi einfach nur meinen Code, der hier ist. Und dann kriegen wir Punkte. Und irgendwann, wenn wir genug Punkte gesammelt haben, können wir uns dann einen Sub gratis holen. Dann ist hier die Wish-App. Ja, eine App, um günstige Sachen zu kaufen, sage ich mal, alles Mögliche. Will ich euch aber auch jetzt nicht zu dolle empfehlen, weil ich weiß noch nicht genau, was ich davon halten soll. Dann die PayPal-App, kennt glaube ich auch jeder. Immobilien-Scout, wir sind momentan nicht auf Wohnungssuche, aber die habe ich irgendwie immer auf meinem Handy. Ich weiß auch nicht warum. Shazam natürlich, immer wenn ich irgendwo unterwegs bin und ein Lied wissen möchte, wie es heißt, drücke ich einfach ganz schnell hier drauf auf die Mitte und dann erkennt er quasi die Musik und sagt euch direkt den Songtitel dazu. Die Ross-App, da gibt es immer einmal im Monat 20% auf alle Artikel. Also ladet euch die App runter. Sehr, sehr cool. Zu guter Letzt die Watch-App, auch von Apple selber. Ich habe eine Apple Watch und dazu brauche ich dann auch diese App, sag ich mal, um viele Funktionen einzustellen und zu ändern. Auf der letzten Seite ist dann nur noch Klarna. Das ist eine App, wo ich meine ganzen offenstehenden Rechnungen auf einen Blick sehen kann und auch direkt bezahlen kann. Unzip ist eine App, ich sag mal, um Dateien hoch und runter zu laden. Dann Dein Update, das ist ja auch eine Instagram-Seite, einfach nur die App dafür, um alles auf einen Blick zu haben. Watch Up ist ganz, ganz cool. Das ist eine ähnliche App wie WhatsApp, sag ich mal, aber für die Apple Watch, da man auf der Apple Watch kein WhatsApp an sich hat, also nicht das Originale und dann gibt es dann quasi nur so ein kleines Fake. Das ist aber sehr, sehr cool. Und zu guter Letzt dann die DHL-App, um immer zu sehen, wo meine Pakete gerade so sind und wo sie bleiben und wann sie ankommen. Dann kommen wir zum nächsten Order Editing und da fliege ich jetzt einfach nur mal ganz schnell durch. Da zeige ich euch nicht alles und auch nicht so intensiv, denn ihr könnt mir jetzt in die Kommentare schreiben mit dem Hashtag Editing, dass ich euch einfach mal zeige, wie ich so meine Fotos bearbeite, mit was und wie Schritt für Schritt, was ich da alles so mache. Also schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare, wenn ihr wissen möchtet, wie ich meine Instagram-Bilder bearbeite. Dann der letzte Ordner ist Games und da habe ich wirklich nicht viel. Ich spiele nicht viele Spiele auf dem Handy, weil ich generell am Tag schon sehr, sehr viel am Handy bin und dann das nicht noch mehr ausreizen möchte. Hier habe ich einmal TapTap und dann auch noch Gardenscapes. Das ist mein allerliebstes Spiel. Da habe ich quasi meinen eigenen Garten aufgebaut und da muss ich dann immer Sachen pflanzen und ernten und ja, so ein typisches Farmspiel, sage ich mal. Ja, das war's auch schon. Was mehr ist auf dem Handy nicht drauf. Hier hinten ist dann noch einmal der Ordner Extras. Ja, da sind so typisch langweilige Sachen drin, die von Apple selber sind, die aber eigentlich keiner braucht. Die sind hier ganz hinten versteckt. Und ja, mehr habe ich auch nicht auf meinem Handy drauf. Das war's auch schon. Ich würde sagen, wir wechseln wieder zur Großansicht. So, und da bin ich auch schon wieder. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und ich hoffe, dass es ein wenig interessant war, was ich alles so auf meinem Handy habe. Vielleicht ist der ein oder andere da draußen, der sich jetzt denkt, die App ist cool, die lade ich mir mal runter. Eigentlich kriegt ihr alle Apps im App Store einfach ganz normal. Passt alle kostenlos zu Apple
ergattern, sage ich mal. Wie gesagt, wenn ihr Lust habt, dass ich mal ein Video drehe, wie ich meine Instagram-Fotos bearbeite, dann schreibt einfach in die Kommentare Hashtag Editing, dann weiß ich Bescheid. Und dann war es das auch schon mit dem Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat, immer noch. Und ich würde mich super freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lassen würdet. Hier unten links. Aber mir ist letztens aufgefallen, von euch aus rechts, also hier unten rechts, könnt ihr mich sehr gerne kostenlos abonnieren. Aber dann nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand und bekommt eine Benachrichtigung, wenn ich ein Video hochlade. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ich hab euch ganz alle lieb. Tschüss. Ich hoffe, dass euch das Video gefällt. Wenn ja, könnt ihr mir... Ich hoffe, dass das Video...